Heute Morgen etwa gegen 2.15 Uhr kam es an einem Geschäftsgebäude hier im Wallweg in Poppenhausen zur Sprengung eines Geldautomaten. Nach ersten Informationen ist dabei aber glücklicherweise niemand verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach öffneten mehrere dunkel gekleidete Täter zunächst die Glastür der Bankfiliale und sprengten dann einen Geldautomaten in den Räumlichkeiten. Ob die Täter jetzt aber Beute mitgenommen haben, sprich Bargeld, das ist aktuell noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens steht momentan noch nicht fest. Wir können aber festhalten, dass an dem Gebäude erheblicher Schaden entstanden ist, sind unter anderem auch mehrere Fensterscheiben aus den Fassungen herausgedrückt worden. Im Anschluss an die Tat sind die Täter in einem Fahrzeug, vermutlich der Marke Audi, vom Tatort geflüchtet. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ist es uns nicht gelungen, ein Fahrzeug oder aber auch Täter anzutreffen. Das LKA, das war heute Nacht jetzt schon hier im Einsatz. Momentan sind unsere Kolleginnen und Kollegen des Osthessischen Erkennungsdienstes hier mit Spurensicherungsmaßnahmen beschäftigt und haben in dem Zuge auch den Tatort weiträumig abgesperrt, wie man hinter mir ganz deutlich erkennen kann. Die Kriminalpolizei in Fulda hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Angaben machen können zu dem Vorfall heute Nacht, aber möglicherweise auch verdächtige Beobachtungen in den Tagen oder Stunden zuvor hier im Bereich des Tatorts gemacht haben, sich an die Polizei in Fulda zu wenden. Osthessen News. Sehen, was bewegt.